Hallo, herzlich willkommen zu diesem Teaser-Dad-Video auf meinem Kanal. Heute wird mal was geschafft im Hause, aber nicht von mir, sondern von einem Elektriker, der gleich zu uns kommen wird. Denn wir brauchen eine Wallbox für den Tesla. Ihr habt ja schon häufiger gesehen, dass wir den hier laden. Damit es schneller geht, brauchen wir höhere Spannung und deswegen soll hier eine Wallbox angebracht werden. Die Wallbox habe ich auch schon. Da ist sie in der Kiste und hoffentlich nicht irgendwie zu nass geworden. Weil bei uns war nämlich kürzlich Überschwemmung. Das hier kennt ihr ja alles schon, wenn ihr das Video über die Solaranlage gesehen habt. Und dann soll von hier aus der Strom durch unseren Vorratskeller geführt werden. Hier ist der Vorratskeller. Da müssen wir irgendwie durchkommen und dann da oben rum. Und hier dann neben dem Fenster raus. Und dann eben auf der anderen Seite an der Wand auf dem Holz angebracht werden. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, jetzt ist hier Besuch gekommen und wir fangen an und schauen uns erstmal an. Sie erklären mir wahrscheinlich, was Sie machen, gell? Genau. Ich muss so hier einsetzen. Ja. Und dann eher hier und dann ein bisschen schräg mit dem Bohr. Nach innen, ne? Nach innen. Und dann hoffen, dass man reinkommt. Da sind auch zwei Rohre da hinten. Ja. Da muss man achten, dass die nicht beschädigt sind. Und Sie brauchen mich nur, wenn Sie die Leitung dann verlegen? Genau, nur die Leitung verlegen. Am Anfang jetzt nicht. Ich bohre, wenn es gebohrt ist, erst dann hole ich sich und dann können wir was machen. Ja? Alles klar, super. Die ist ja gar nicht so groß, ne? So würde ich sagen, oder? Das ist irgendwie so. Das ist hier ausmitteln. Ja, ja, sowas, ne? So, hier draußen sieht es schon ziemlich gut aus. Wallbox hängt und hier schön das Kabel unten drunter geführt und jetzt hier rein. Aber im Keller bohrt es schon wieder. Ich guck mal, was da los ist. Das sieht wirklich gut aus. Hervorragend. Das geht ja schneller, als ich dachte. Ja, wir, also ich auch, ja. Super. Ich muss aber bald den Strom abstellen. Für eine halbe Stunde im ganzen Haus. Okay. Das ist die Hauptsicherung, das ist der Vieh und ist der Zähler nur für Tesla nachher. Okay, genau, sodass ich dann weiß, was ich verbraucht habe. Ja, danke schön. Na dann schauen wir mal. Also in 5 Minuten machen wir mal Strom aus, ja? Genau, nicht wahr? Dann mache ich mir mal gleich noch einen Kaffee, bevor der Strom gleich weggeht. Es geht ja bei der Wallbox darum, dass wir normalerweise eben nicht ausreichend Ampere zur Verfügung stellen. Und jetzt habe ich einen Anschluss mit 16 Ampere. Man könnte auch mehr, theoretisch. Aber das Model 3 zieht an dem normalen Anschluss nicht mehr als 16 Ampere, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, eine Wallbox, die könnte zwar 22 Kilowatt liefern, aber das Model 3 ist so ausgelegt, dass es nur 11 zieht. Am Supercharger natürlich viel mehr, aber hier an der Hausanlage zieht es nicht mehr als 11. Werden wir nachher gleich ausprobieren. Man muss das jetzt noch fertig verschrauben, sieht aber schon gut aus. Der spezielle Zähler, den habe ich auch schon drin. Und ansonsten mal schauen. So, sieht so aus, als wäre es schon fertig. Wir können mal das Laden probieren. Da ist die Box, die ist grün. Dann mache ich mal den Ladeanschluss auf. Der Stecker nicht so, da ist extra der Stecker hier. Ah, da wird er dann praktisch gelagert. Genau. So, ich glaube, der tastet sich da erst langsam ran. Ah, jetzt kommt er auf 5 kW mit 11 Ampere, 13 Ampere, 9 kW, 11 kW, 16 Ampere. Ja, wie ihr gesehen habt, Laden hat schon wunderbar geklappt mit 11 kW. Nur wurde das noch nicht richtig gezählt. Deswegen schließen wir es jetzt nochmal anders an und schauen, wie es dann aussieht. Mal sehen. So, nächster Versuch. 11 Kilowatt zieht er. Also volle Leistung. Ja, das Problem ist, dass beim nochmaligen Umstecken ist beim Smart Meter ein Kontakt bzw. zwei Kontakte beim Smart Meter sind kaputt gegangen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, wird zwar angezeigt, was wir an Strom erzeugen, aber die 7,8 Kilowatt, die wir gerade verbrauchen, stimmen nicht. Das müssen nämlich ja über 11 sein, weil ich ja gerade über 11 Kilowatt ziehe. Aber das ist doch auch mal schön hier, ne? Eine Stunde 15 Minuten verbleiben, dann ist dieses Ding fertig aufgeladen. Geil! So, es hat jetzt 2-3 Tage gedauert, aber jetzt ist unten das kaputte Teil ausgetauscht und alles funktioniert so, wie es soll. Hier wird gerade geladen, übrigens sind da Folien drauf zum Testen, wie es besser aussieht. Das seht ihr bei Oskar im Vlog. Da ist das Teil, was lädt. Hier kann man sehen, dass eben 11 kW mit 16 Ampere geladen werden und das, worum es ging.
Hier kann man jetzt sehen, dass eben auch diese 11 kW hier abgehen. 3,6 davon erzeugen wir mit unserer Photovoltaikanlage und 7,6 müssen wir zukaufen im Moment. Darum ging's und das ist jetzt erledigt. Was ich übrigens bei der Gelegenheit auch festgestellt habe, und dafür setze ich mich mal kurz rein, man lernt ja ständig dazu, wenn jetzt zum Beispiel ich nicht zukaufen will, sondern nur das, was gerade vom Dach auch kommt, verbrauchen, dann gehe ich hier in meine Einstellungen und setze den Strom runter, bis er, wie in diesem Fall jetzt, nur noch 4 kW zieht. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das auch auf meiner App dargestellt wird, aber dann seht ihr, dass ich es jetzt so eingestellt habe, dass tatsächlich nur der Strom geladen wird, der auch auf unserem Dach produziert wird. So, noch eins. Mir hat eine Firma, die auf Amazon so Teile für Model 3 verkauft, hat mir ein Paket geschickt und das soll ich mir jetzt nochmal anschauen, mit Sachen fürs Model 3, irgendwie ein Überzug und verschiedene Dinge. Ja, ich gucke mir die an und dann zeige ich sie euch noch kurz. 5 Minuten später. Ich finde, er sieht sehr cool aus. Ein Überzug, der meiner Meinung nach gut passt. Schützt vor Sonne. Ich finde, er passt gut. Es war einfach, ihn drauf zu kriegen. Schließt gut ab, ist innen weich. Sieht doch sehr nett aus. Da haben wir noch K-Matten, die schaue ich mir aber später an, weil jetzt würde ich erstmal wissen, was in dieser Kiste für lauter Nettigkeiten drin sind. Schaue ich mir mal kurz an. 1, 2, 3, 4. Das ist ein Schutzglas für das Display. Das zeige ich nachher mal im Oscar-Verlet. Hat der Lust, das nachher in seinem Vlog aufzubringen. Das sind praktisch Ersatzlichter für die Innenbeleuchtung. Das muss ich mir nachher mal genauer anschauen. Ist mir noch im Moment nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Aber die kann man einfach wohl ersetzen und sie sehen besser aus. Das ist ein Einsatz für die Mittelkonsole. Da muss ich das Gummi mal an die richtige Stelle popeln. Das ist jetzt nicht so ganz... die Passung. Das ist irgendwie so ein bisschen verkrumpelt hier und ich krieg's nicht gerade. Mal sehen. Dieses Ding, das passt meiner Meinung nach hier rein. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist. Aber das ist ja eigentlich ganz praktisch hier, weil dann hat man hier unten das große Loch und kann hier auch noch was lagern, wo man dann schnell drankommt. Oh, das würde ich dann mal behalten. Ne? Ich glaube, da muss ich den Oscar fragen, was das ist. Ist das für die Radkappen? Looks like. Das sind Abdeckungen für die Radmuttern, ne? 20 Stück, Zängerchen dazu. Damit kann man die Muttern dann garnieren. Das wird mal ein Projekt für später. Sieht aber alles solide aus, gut verarbeitet erst auf den ersten Blick. Also nicht so ganz billig und schick gemacht. So, diese Fußmatten, finde ich, liegen da auch gut drin. Die haben auch eine gute Qualität. Hinten habe ich gerade keinen Platz, da liegt jede Menge Zeug, was auf dem Wertstoffhof muss. Und dann habe ich hier noch diese Lichter. Aber da sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht, wohin die müssen. Das Cover ist schon mal gut, die Fußmatten sind super. Und auch dieser Einsatz für die Mittelkonsole, den kann ich gut gebrauchen. Es steht auch sehr wenig bei den Sachen dabei, also wie man es benutzt, für was es ist. Das muss man aber beim Kaufen schon wissen. Und na, den Rest, den werde ich mir im Laufe der Zeit anschauen. Ich verlinke euch dann von ein paar Sachen unten die Amazon-Links als Affiliate-Links. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne darüber was bestellen. Dann kriege ich noch ein bisschen was davon und euch kostet es nicht mehr. Aber ihr könnt es natürlich auch einfach so kaufen. Busch RV haben mir das geschickt. Vielen Dank, nett. Ich guck mal, was ich davon brauchen kann. Dankeschön. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Der Wall Connector ist angebracht. Ein paar schöne kleine Accessoires hat mein Tesla auch dazu bekommen. Ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Liked, kommentiert auch gerne, was ihr von den Accessoires haltet. Bis dann, euer Diesel Dad.